Solange ich meine Hände nutzen kann, fühle ich mich sicher. Dieses Gefühl der Sicherheit ist mit nichts auf der Welt zu vergleichen, mit gar nichts. Es ist so, als würden meine Hände mich tragen, als wäre ich in meinem Ertasten der Welt selber unantastbar. Es geht gar nicht um mich. Und auch all das drumherum, der Tag, die Zweifel, die Ängste und die Last, die man mit sich trägt, die man tragen will und muss. Sie meinen Verantwortlichkeiten. Ich weiß, dass das klappen kann. Das Wichtigste ist, ich fühle es hier. Hesse sagt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Vielleicht hört der Zauber nie auf, wenn man wirklich will. Wir sind dort. Musst du nicht zur Arbeit? Doch, ich räume mich schnell auf, dann mache ich mich fertig. Okay, ich kann dich dann wecken. Wenn du früh aufstehst, kannst du nicht mehr schlafen. Das passt. Hey, das ist echt gut. Was? Das ist echt gut. Ja. Nein, du verstehst nicht. Das ist echt gut. Du sagst doch immer, es überzeugt dich erst, wenn du nicht mehr kauen kannst, weil du grinsen musst. Ja. Das liegt auf der Zunge wie, du würdest sagen, wie Bach im Ohr klingt. Das übertreibt man nicht so. Lass mal probieren. Bisschen, ja. Ja. Ist gut, aber... Aber was? Von deinem Kaffee werde ich auf jeden Fall mehr erwarten, nur dass du Bescheid weißt. Schüttel doch nicht gleich so den Kopf, Mann. Das sind ja auch Normalsterbliche, wie du und ich. Die haben mir mitten in der Stadt so ein geiles Ding aufgemacht. Habe ich Unrecht? Nein, aber das ist ein Riesenprojekt. Da muss man sich ernsthaft Gedanken drüber machen. Geschäftsmodell aufbauen, planen. Vielleicht muss man einfach nur machen. Du sagst es so, als wäre genau das das Einfachste von dem Ganzen. Aber wieso der Wunsch für diesen plötzlichen Karrierewechsel? Wenn ich mir Ihre Unterlagen so anschaue, sehe ich, dass Sie sogar ziemlich erfolgreich waren. Ja, aber Backen ist schon immer ein Ausweg für mich aus dem monotonen Arbeitsalltag gewesen. Es ist eine Möglichkeit für mich, meine Gedanken zu ordnen und mich meiner wahren Profession zu widmen. Musa ist, hallo? Hallo, leider kam es zu Rolle aus den Gegebenheiten. Die Deadline unseres Projektes wurde vorgeschoben. Wir müssen die erste Vorkalkulation schon zum 18. Monat vorzeigen. Können Sie sich darum kümmern, dass ich das auch ja rechtzeitig präsentierfähig ist? Ja, klar, ich werde mich, sobald ich kann, dran sitzen. Danke. Gleichfalls. Da haben wir also unseren Retter in der Not. Ganz ehrlich, mit Ihrer letzten Ausarbeitung, Sie haben sich selber übertroffen. Die Leitung wird sich sehr freuen. Danke. Keine Ursache, ich habe zu danken. Aber verzeihen Sie mir einen Moment. Frau Gostimowitsch! Warten Sie einen Moment! Es stimmt.
Erfolge gab es schon, aber das ist etwas anderes. Vielleicht haben Sie sich auch schon mal die Frage gestellt, was mache ich hier eigentlich? Ja, wer hat das nicht? Und genau wegen dieser Frage ist es ganz gleich, ob die Arbeit Früchte trägt oder nicht. Die Frage ist da. Und sie ist nicht nur da, sie macht sich erkennbar, sie drängt sich einem auf, sie sticht. Wie schaut es mit den Controllings aus? Können Sie zusehen, dass ich das fertig kriege? Bis morgen müssen alle Unterlagen vollständig sein. Ach nein, das ist ja gar nicht Ihre Aufgabe. Das war von Meinert. Herr Meinert! Herr Meinert? Herr Meinert! Hey, die Arbeit macht mich verrückt. Wenn ich hier noch weiter Zeit verbringe, dann werde ich irgendwann auch einer von diesen Verrückten. Du bist doch schon so ein Verrückter. Wenn du wüsstest, was da noch geht. Ja, wärst du eher so ein Psycho-Verrückter oder so ein wahnsinniger Verrückter, wie die an der Börse, so wie Jordan Belfort? Ja. Genau der. Dienstagabend, Kino, bist du dabei? Ja, das wollte ich dir noch sagen. Ich glaube, das wird doch nichts. Wir müssen nochmal zum Arzt. Termin der OP verschieben für Papa. Wir haben Probleme mit der Krankenkasse. Okay, scheiße. Also dann. Hey, hat dich Tom eigentlich auch eingeladen auf die Party? Ja, das soll so eine Art Klassentreffen werden, nur nicht so langweilig. Gehst du? Ja, klar. Du? Ich weiß noch nicht. Ah, komm. Es ist wichtig, mal aus deiner Bubble rauszukommen. Ein bisschen Komfortzone verlassen, Mann. Eigentlich hast du schon recht. Mal sehen, ich verspreche dir aber nichts. Ich erwarte dich mal. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Ey, ich hab dich schon lange nicht mehr so viel Spaß haben sehen, ey. Du hättest mich vorhin tanzen sehen. Ja. Was machst du stattdessen? Ich schau mir die Leute an. Ey, ich will dich nachher auf der Tanzfläche sehen, Mann. Ich habe Angst. Vor was denn? Zukunft und so. Wir hätten damals einfach unsere Sachen packen sollen und los, unser eigenes Ding machen. Du hast recht. Hätten wir nicht machen sollen. Wir hätten auf dich hören sollen. Niemand hätte auf mich hören sollen. Ich weiß manchmal selber nicht, was ich denke. Aber eines ist sicher. Nein, ich hab dir doch schon gesagt, ich bin mir da nicht sicher, ob das funktioniert. Doch. Wenn du den Mut hast, dann ziehst du das Ding durch mit deinem Kaffee. Du rufst bei der Bank an, finanzierst das Ding und dann irgendwann wirst du es zurückzahlen. Das Ding wird klappen. Ich glaub an dich.
Die Customer Reports sind kontinuierlich und zufrieden bis sehr zufrieden bereicht. Die Rückläuferquote, maximal 2 bis 3 Mal pro Quartal überschreitet sie die 3%-Quote, die uns der Vorstand gesetzt hat. Und wenn wir dann noch die KPI der Meetings der letzten Wochen dazu zählen, dann spricht das Bände. Kommen Sie schon, Herr Oetz. Hören Sie, ich weiß, dass... Nein, Sie hören jetzt. Diese Zahlen, das sind Traumzahlen. Die sehen wir längst nicht so, wie wir sie gerne sehen würden. Was ich damit sagen möchte, ist, wir wollen Sie befördern. Wir wollen, dass Sie Verantwortung übernehmen, Herr Oetz. Ja, genau, Sie haben richtig gehört. Ich habe auch schon Herrn Hunze Bescheid gesagt. Am Donnerstag, der Termin steht schon, können Sie dann mit ihm reden, alle Details besprechen. Ich schicke Ihnen aber natürlich noch eine Mail mit den ganzen Details und setze den Herrn Hunze natürlich auch ins CC. Herr Oetz, wann haben Sie das letzte Mal Ihre Hände benutzt? Meine Hände. Ja, Ihre Hände. Hände, Füße, Ellbogen, wenn es sein muss, auch Zähne und Nägel. Wissen Sie, als ich da war, wo Sie jetzt gerade sind, mein Gott, die Zeiten. Okay, danke. Keine Ursache. Ach ja, noch ein Herz. Vergessen Sie nicht, ab Donnerstag schick angezogen, komm. Ich bin ein paar Beispielrechnungen durchgegangen für die ersten 3 Geschäftsjahre. Und auch ein paar Marketingpläne sind dabei und die Referenzen, von denen ich Ihnen erzählt habe. Ich weiß, in diesem Projekt steckt sehr viel Potenzial und ich brenne dafür. Ja, das merke ich. Also, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich denke, dass das Ganze auf jeden Fall Zukunft haben könnte. Ich muss Ihnen aber auch sagen, dass ich nicht die nötige Ermächtigung habe, um Ihnen das endgültige Okay zu geben. Wir sollten noch mal einen Termin vereinbaren. Am Donnerstag? Thank you.